Dari, let's play. Mach mal den Kack hier weg, ey. Weg da die Tür. So. So, Alter, ist das am Haken. Da muss man sich jetzt auch erst gewöhnen bei dem Arbeiten. Was ist denn da so? Am Glitzern, ist da Wasser? Ich glaube, ja, ich glaube, die Sonne spiegelt sich da im Wasser und blendet uns gerade. Oh, ich sehe nichts mehr. Oh, ich falle gleich runter, scheiße. Hilfe! Okay. Hier genauso hoch. Ja, noch ein mehr. So, jetzt können wir hier auch ein Fenster machen. Hier können wir sogar zwei Fenster machen. Also eins, zwei, drei. Weil der Aussicht. Also, ja gut, hier jetzt nicht, aber... ja, hier. Eins, zwei, drei. So. Ach, komm nochmal weg da. So, ich denke, das kann man machen. Guck mal, jetzt sehen wir sogar, wie wir was bauen. Ist das nicht toll, das Texturenpaket? Ich hab mich verliebt, ey. Ich hab mich verliebt. Das ist so schön, ist das, ey. So, und das ist falsch. Das ist falsch und wir müssen hier schnell machen, weil wird dunkel. So. So. So, die Tür, die ist natürlich immer gleich hoch. Da ist dann hier so. Vorbei. Wir müssen da noch immer zur Tür reinmachen eigentlich. Wir lassen das hier offen. Dann können wir das auch so ein bisschen höher machen. Muss ja keine Tür rein. Das ist ja einfach türloser Übergang. Und hier war doch richtig. Warum habe ich dann da rausgekloppt? So. Okay. Bauen wir mal eben zu und gehen pennen. Ich hoffe, hier kommt kein Gegner. Ja. Weil da vorne ist ja noch offen. Ich weiß jetzt nicht, ob hier ein Gegner reinkommt. Deshalb machen wir einfach mal so. Das dürfte eigentlich schon reichen, dass hier kein unangenehmer Besuch erscheint. Oder... Ah ja, es ist hell. Kann ja auch sein, dass du dich hinlegst und dann wirst du geweckt, weil da so ein Zombie neben dir steht und meint, dein Gehirn fressen zu müssen. Gehirn, Brains, lecker, Schmatz. Da blieb er ja verschont. Zumindest diesmal. Ja, ja, okay. Ein Fenster auf der Seite, zwei auf der. Jetzt kommt hier dann irgend so eine Halle hin oder ich weiß nicht, was so. Auf jeden Fall brauchen wir jetzt die Fenster. Die können wir jetzt schon mal platzieren. Gucken wir mal, wie die aussehen. Für also, hat was Edles irgendwie, ne? Ja. ja. Kann man so lassen, denke ich. Die Fenster. Man kann die auch färben jetzt irgendwie. Aber... Für so eine Berghütte, da nehmen wir keine Gefähr... Wobei weiße Gläser vielleicht ganz nett aussehen. So, als wäre das so... Als wäre das so beschneit. Beschneit. Haben wir Knochenmehl? Gibt's weiße Fenster? Muss ich mal gucken. Ja, toll, da brauchen wir normales Glas. Für normales Glas müssen wir hier... den Sand... reinpocken. Da testen wir jetzt mal rum, ob das geht. Ist das hier ein Müll, den wir dabei haben? Knochen. Habe ich noch nicht zu Knochenmehl verarbeitet? Bin ich blöd? Wollte ich noch machen. Die ganzen neuen Icons. Hier, guck mal, die Stöcke, wie die aussehen. Wie ein Stock. Ach doch, da haben wir Knochenmehl. Entschuldigung, hab nichts gesagt. So, die Tür kann erstmal weg. Verrottetes Fleisch. Ach, schade, ey. Keine Gehirne mehr jetzt. Das mag ich aber nicht. Ich fand das verrottete Fleisch, die Gehirne so cool. Müssen wir ändern. So, wir brauchen sechs Glas. Da müssen wir da irgendwie eine Farbe zumischen oder... 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 oder brauchen wir 8 Glas? Ich weiß nicht. Wenn wir 8 Glas brauchen, dann reicht das noch nicht mal da. Weil wir nur... Da muss ich einen Sandklumpen noch irgendwo herholen, schnell. Falls wir 8 Glasblöcke brauchen. Wo gibt's denn hier Sand? Da unten gibt es ja bestimmt Sand. Gehen wir eben Sand holen. Ja, und gucken uns mal unser Gebäude an, wenn man denn was sehen würde. Die Sonne blendet einen ja jetzt. Ja, natürlich. Sieht natürlich schon sehr toll aus. Ja. Was haben wir auch erwartet? Jetzt, nachdem wir da einen halben Korridor hingeklatscht haben. Das sieht toll aus. 1+. Lob an den Architekten. Ein Schweinchen am Strand. Nee, nee, das Schweinchen am Strand ist sammelt Sand. Ist das ein goldenes Schwein?
Bist du goldig? Kannst du Gold kacken? Mach mal los. Ja, los. Nicht wegrennen. Na los, ich will dein Gold. Gib es her. Ja, los. Nicht wegrennen. Der hat doch eine andere Farbe wie das. Guck dir das mal an. Der ist auf jeden Fall Gold. Oh. Ein goldenes Schwein. Komm her. Na los. Wegrennen bringt nichts. Jetzt los. Gib deine Goldnuggets. Hä? Oder wir machen uns hier ein Schweinekotelett. Ein paar Schweineohren. Ja. Egoistisches Schwein, ey. Gibt uns nicht sein Gold. Oh, aufpassen hier mit der Ultrahacke. Ja. Nee, hier schon wieder eine Strömung, wie ich sowas hasse. Weg. Ah, das Wasser sieht auch so toll aus. So, wie viel Sand haben wir jetzt? 9. Das reicht, zumindest für den Test, um rauszufinden. Komm, wir nehmen ein bisschen mehr mit. Für den Test, um rauszufinden, wie man jetzt Sand färben kann. Sand, Glas. Sand färben. Wir färben Sand. Apropos Sand färben, es gibt ja jetzt auch roten Sand irgendwo. Irgendwie. Oh, die Rosen nehmen wir aber mit. Ich weiß nur nicht... Ich weiß nur nicht, wo es roten Sand geben soll. Also nicht in unserem Biom, wo wir hier sind gerade. So viel steht fest. Guck mal, der Sand abbauen sieht ganz normal aus. Die Frage ist auch, wie sieht Lehm aus? Lehm finde ich ja eigentlich immer ziemlich hübsch. Ist ja auch ein Element, das ich gerne verwende. So, Strömung AD. So. Nee. So, jetzt Strömung AD. Wir haben, ja, 44 Sand, das wird reichen. Ist das hier? Nee, das ist Sand. Das ist Kies. Ah, hier siehst du jetzt auch nichts, weil die Sonne einen so toll blendet. Gucken wir mal, ob wir hier Lehm... Ah, ich glaube, das hier ist Lehm. Das ist, glaube ich, Lehm. Sieht erstmal ganz toll aus, muss ich schon sagen. Und wenn man jetzt so unter Wasser ist, dann merkt man gar nicht, dass man im Wasser ist, weil die Blubberblasen noch fehlen und das sieht alles nur so ein bisschen neblig aus. Oh ja, ein nebliger Tag, aber oh ne, wir trinken. Ja, da muss dann auch noch was geändert werden. Ja, doch, so merkt man, dass man im Wasser ist. So nicht. Guck mal, jetzt, guck mal, so sieht es jetzt aus, als wären wir überhaupt nicht im Wasser. Ja. Ich sag ja, Work in Progress. Ja. Sagt man das überhaupt so, Work in Progress? Das ist mir einfach so auf der Zunge gerade gelandet und vorhin ja auch schon. Ich glaube, das sagt man, wenn das im Prinzip heißt, da wird immer noch dran gearbeitet. Denke ich. Für mich könnte er mich jetzt zuflamen. So heißt das nicht. Das heißt, so und so. Under Construction, ja, kann man auch sagen. Kann man auch sagen. Ja. Und ist natürlich doof. Jetzt hier, diese schönen Steine, die haben jetzt überall hier so Schimmel, da Unkraut, das daraus wächst. Das haben wir jetzt auch in allen unseren Gebäuden, wo wir diese schönen Steine verwendet haben. Überall jetzt Schimmel an der Wand. Toll, hätten wir mal öfter gelüftet. Haben wir überall den Schimmel an der Wand kleben. So, da sind wir wieder. Hier sind wir, und da ja. Sand rein. Gucken wir, ob 7 Glas reicht. Ich glaube ja nicht dran. Sonst kommen da theoretisch Fenster bei rum. Nee, man braucht auf jeden Fall hier. Das macht man nämlich so. Jetzt kommt hier noch einer hin. Hier kommt der Farbstoff hin und dann kommt da das Fenster bei raus. Oder der Glasblock. Oder die Glasblöcke. So, 8. Gucken wir mal. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Und eine Farbe. Ja, weißes Glas und das wird noch nicht unterstützt von diesem Texturenpaket. Kacke. Jetzt haben wir zwar schönes weißes Glas, aber das hat noch keine schöne Textur. Sollen wir das dann verwenden? Warte, wir gucken mal. Wir können es ja schon mal einbauen. Irgendwann bekommt es schon eine hübsche Textur. Ja, das ist weißes Glas. Ja, ist weißes Glas, aber hallo? Ist ja mehr was für auf der Polizeistation. Wo du nicht sehen sollst, was auf der anderen Seite die Leute dafür Sachen machen. Nee, das können wir jetzt noch nicht bringen. Das muss raus. Da müssen wir dann mit den Details, was diese Fenster angeht, warten, bis die irgendwie unterstützt werden. Ja, ich kann auch mal gucken, ob ich für die nächste Aufnahmesession ein anderes Texturenpaket finde, was schon Shader-Mod-tauglich ist irgendwie. Da gibt es ja spezielle Texturenpakete, die extra für Shader angelegt sind, so wie das, was ich hier verwende. Und ja, da muss man halt gucken.
Ja, Knochenmehl sieht aus wie Knochenmehl. Das finde ich gut. Mit so einem Schälchen. Noch so zwei Knochen da am rausgucken. Das gefällt mir. Die Rosen haben wir auch schon ein paar. Cool. So. Teppiche. Hier möchte ich einen Teppich haben. Auf jeden Fall. Aber wir machen ja erstmal die Räume. Also, das ist der Flurraum Nummer 1. Soll auch in die andere Richtung ein Flurraum? Ja, gucken wir mal. Wie wahnsinnig wir da sind mit diesen, mit unseren Vorstellungen, was das hier angeht. So, auf jeden Fall, habe ich Birken? Birken gibt's hier gar nicht. Da muss ich jetzt doch nochmal in die andere Welt und Birken schlagen. Ich wollte doch nicht in... Ah, ne, hier gibt's Birken. Irgendwo gab's hier Birken. Die erkennt man ja an den weißen Backbäumen. An den Backbäumen. Da kennst du die weißen... Ja, die weißen Birken, die Birken. Die Birkenhölzer, die erkennst du daran. Da, die weißen, alles Birken, ja. Hat doch einen Vorteil. Wir können jetzt leicht die Birken finden. Ach, scheiße, hier war nicht gut herzugehen. Und natürlich, okay, hier, guck mal, das ist eine Birke und die Blätter sind nicht weiß. Also betrifft nicht alle Birken. Warum auch immer, ich weiß es nicht. Nur manche. Höpsa, so. Komm her, Birke. Ich brauch den Holz. So. Und wir müssen hier aufpassen mit unserem Werkzeug. Wir können es ja im Moment nicht wirklich reparieren. Habe ich alles aufgehoben? 14, ja. Wir können ja nicht wirklich alles aufheben im Moment. Reparieren, so. Weil wir ja keinen Enchanting Plus Mod mehr drauf haben. Das gibt es ja irgendwie nicht für unsere Version. Ja, da müssen wir die Hardcore-Werkzeuge, wie wir sie jetzt hier noch haben, die Ultra-Werkzeuge ausnutzen, solange sie noch da sind. Und kurz bevor sie den Geist aufgeben, in eine Truhe verfrachten. Und dann halt warten, bis dahingehend der Mod funktioniert. Und wir das coole Werkzeug verwenden können. Ja, es sind ja schöne Rosen hier überall, die kann man richtig cool verwenden. Aber ich möchte auch nicht immer nur die gleichen Blumen dann. Gibt's hier nicht andere? Ah, und wo ist die Schere? Die sollte ich mal mitnehmen. Da können wir hier die Schafe scheren. Und kann man aus den Rosen Farbstoff machen? Ah ja. Rosenrot. Das geht wohl jetzt aus Rosensträuchern und auch als aus Mohn. Gleichermaßen. Ich bin mal gespannt, ob die gelben Blumen hier auch Löwenzahn heißen. Das sieht nicht aus wie Löwenzahn. Heißt aber Löwenzahn. Das ist doch nicht Löwenzahn. Löwenzahn sieht anders aus. Alter, wird ja die schon wieder dunkel. Ey, wir müssen schlafen gehen. Alter, ihr seht ja jetzt gar nichts, weil wir hier im Tal sind. Und hier auch nicht mal das Mondlicht reinkommt. Mist, ey. Ja, das soll aber auch reichen. Erstmal hier an Holz von den Birken. Komm, die nehmen wir noch mit. Die Birken sieht man ja so schön in der Dunkelheit, weil die so weiß sind. Komm, jetzt haben wir schon wieder über einen Stack. Gibt's keine Taschenlampe? In DayZ gibt's eine Taschenlampe. Warum denn nicht hier? Und ich habe Angst, dass ich in irgend so ein Loch falle. Alter, hier siehst du ja jetzt überhaupt gar nichts. Komm. Ich finde auch schön, dass die Fackeln so... Der Setzling hier. Birkensetzling hat auch noch die Standardtextur. Warum auch immer. Ach so. Upsa. Da sind wir ja schon. Da ganz hoch muss ich jetzt. Das wäre jetzt doch cool, wenn man eine Fackel in der Hand hat, dass dann um einen herum auch noch so ein Lichtkegel ist, aber das ist noch nicht, obwohl die in meiner Hand brennt. Das coole, es ist ja auch, die ist so cool brennanimiert jetzt. Ich glaube, da gibt es einen Mod für, wenn man eine Fackel in der Hand nimmt, dass das dann auch so ein Lichtkegel um einen wirft, das wäre natürlich realistischer. Und da müssten wir in Höhlen eigentlich auch nicht mehr so viele Fackeln verwenden. Es sei denn, wir wollen uns damit den Weg leuchten. Dann natürlich, aber ansonsten nicht. Sonst können wir da mit der Fackel rumrennen und sehen alles. Ja. Hier wieder zugebaut. Wir müssen das Schlafzimmer, glaube ich, ziemlich schnell bauen und da auch Türen reinsetzen, damit wir da in Ruhe schlafen können. Ich habe jetzt hier wenig Lust andauernd, immer hier so ein paar Blöcke an die Wand zu klatschen, damit wir da in Ruhe schlafen können. Guten Morgen! Wo bist du, Sonne? Du bist so hell. Irgendwo da, schätze ich mal.